YouTube heute ist so viel anders als YouTube vor noch ein paar Jahren. Vieles hat sich in den letzten Jahren getan und vor allem die Art und Weise, wie Content auf YouTube belohnt wird und wann ein Kanal wachsen kann und wann nicht, sind Dinge, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten. Eins kann ich euch aber sagen, Let's Plays sind out und wer jetzt noch der Meinung ist, einen neuen Kanal nur mit Let's Plays zu starten, der macht die Videos für sich, denn niemand anderes wird die schauen. Wirklich nicht. Aber damit ihr diese und viele weitere Fehler nicht macht, würde ich sagen, sprechen wir einmal über die meiner Meinung nach wichtigsten Tipps für neue YouTube-Kanäle. Im Januar 2016 habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal erstellt. Zuerst fand man dort einfach Aufnahmen meiner PvP-Matches, später Guides zu Games wie Fortnite und ab 2017 dann nur noch Tutorials rund um das Thema Streamen. Also eigentlich eine 180-Grad-Wende. Ich habe so vieles falsch gemacht damals, aber wohl auch einiges richtig, denn sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Damit ihr von Anfang an gleich alles richtig machen könnt, beziehungsweise die meisten Dinge richtig machen könnt, gehen wir einmal durch die meiner Meinung nach wichtigsten Tipps durch bzw. Fehler, die man vermeiden sollte. Lasst uns kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen, OwnTV. Bei OwnTV gibt es professionelle Designs und Animationen für euren Stream zu einem fairen Preis. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Also alles, was das Herz eines Streamers begehrt. Vor allem den Emote-Maker kann ich euch ans Herz legen. Dort könnt ihr zwischen 11 verschiedenen Charakteren wählen und diese ganz nach eurem Belieben anpassen. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr also Bock auf eigene Emotes haben, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/owned. Tipp Nummer 1 wäre, macht keine Let's Plays. Ja, das wird vielleicht einigen jetzt vor den Kopf stoßen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind Let's Plays auf YouTube wirklich tot. Die Leute, die noch Let's Plays machen und bei denen das Ganze auch zu vielen Klicks führt, sind die Leute, die schon vor Jahren angefangen haben. Das heißt, die haben schon eine große Community, die genau auf diesen Content wartet, nämlich Let's Plays. Ein Beispiel wäre hier Gronkh. Denn die Abonnenten von Gronkh, die warten genau auf diesen Content und die wollen die Let's Plays von Gronkh sehen. Wenn ihr nun aber einen neuen Kanal eröffnet oder gerade schon vor ein paar Monaten getan habt und ihr habt eine ganz kleine Community und ihr macht nur Let's Plays, die Möglichkeit, mit Let's Plays heutzutage noch viele Klicks zu bekommen und einen großen Kanal zu erstellen bzw. zu erhalten, die gehen gegen Null. Daher vergesst es lieber, mit Let's Plays einen Kanal aufzubauen. Heißt aber nicht, dass ihr nicht Gaming-Content machen könnt, denn dafür gibt es auch genug Möglichkeiten. Aber in Tipp 4 werden wir auf das Ganze nochmal weiter eingehen. Tipp Nummer 2 wäre, Thumbnails und Titel sind wichtiger, als ihr denkt. Fragt euch doch mal selber, was sehen Zuschauer oder Benutzer auf der Plattform YouTube als allererstes? Das Thumbnail. Das heißt, ihr entscheidet eigentlich selbst schon, wenn ihr über mehrere Videos scrollt, was ihr anschauen wollt und was nicht. Und das eigentlich eher unbewusst. Anhand der Thumbnails sprechen euch die Thumbnails an, dann seid ihr eher gewillt, auch noch den Titel dazu zu lesen und vielleicht drauf zu klicken. Aber sagt euch das Thumbnail schon mal gar nicht zu, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr auf das Video klickt, halt unglaublich gering. Das heißt, man sollte das Hauptaugenmerk bei Videos auf YouTube erstmal auf das Thumbnail legen. Das Thumbnail muss halt einfach die Tür zu eurem Content sein. Und was ich auch immer wieder sehe, ist, dass Leute unglaublich viel Kraft und Zeit in Videos stecken. Und die Videos, die sind dann wirklich richtig, richtig gut. Das Problem ist nur, dass wenn das Thumbnail dann total scheiße ist, weil man da nur 10 Minuten mit verbracht hat und der Titel auch, die Leute halt das Video nie zu Gesicht bekommen. Das heißt, das Video kann noch so gut sein, wenn Thumbnail und Titel nicht passen bzw. nicht zum Klicken anregen, dann wird dieses Video auch keiner sehen und YouTube wird das Video halt auch nicht promoten. Aber wie sollte jetzt so ein perfektes Thumbnail aussehen? Das kann man so gar nicht beantworten, denn es hängt ganz stark von der Nische ab, in der ihr euren Content produziert. Das heißt, meine Thumbnails können zum Beispiel ganz anders aussehen als Thumbnails von Leuten, die Gaming-Content machen oder Thumbnails von Leuten, die irgendwie unterwegs sind und campen oder Thumbnails von Leuten, die kochen. Das ist so unterschiedlich. Wichtig ist, dass wenn ihr euch informiert bzw. einen Plan macht, dass ihr erstmal schaut, was machen andere große YouTuber in der Nische, in der ihr euren Content produzieren wollt. Und dort schaut ihr euch einfach mal den Stil an und ihr schaut euch auch an, okay, welche Thumbnails
generieren viele Klicks und welche eher nicht. Wichtig ist hier, dass ihr nicht einfach kopiert. Ja, das wird auch immer mehr gemacht, aber nicht einfach eins zu eins das Thumbnail kopieren, sondern schaut euch eher den Stil an und schaut, ob ihr da nicht euren Stil drauf matchen könnt und dann das perfekte Thumbnail generieren könnt. Auch ganz wichtig ist, dass ihr bei Thumbnails natürlich kein Clickbait betreibt. Das war vor Jahren zum Beispiel auch mal ganz groß im Stil gemacht worden auf YouTube, dass die Leute auf den Thumbnails extrem Clickbait betrieben haben und das Video dann was ganz anderes war, als das Thumbnail suggeriert hat. Und das ist auch schlecht, denn dann klicken die Leute zwar auf das Video, schalten aber nach wenigen Sekunden wieder aus und das hilft euch auch überhaupt nicht. Wichtig ist hierbei, dass der Zuschauer auf dem Thumbnail kurz und knapp erahnen kann, worüber das Thema in dem Video sich dreht. Und da sollte natürlich auch so ein bisschen irgendwie der Zuschauer reingesogen werden in das Thumbnail. Das heißt, wenn ihr da einfach nur ein Bild von einem Produkt macht und dann irgendwie 5 Zeilen Text, was da alles in dem Video drin ist, ist das nicht so ansprechend, als wenn ihr vielleicht ein Produkt fotografiert oder wenn ihr ein Essen fotografiert oder ein Zelt in der Wildnis und ihr ein wenig Intrigue schafft, also ein wenig... Was kann das auf dem Bild sein? Zum Beispiel bei dem Essen ist dann ein Pfeil auf eine Zutat, die aus der Suppe rauslugt und zeigt da drauf. Und dann steht auf dem Thumbnail, was ist das? Das würde jetzt den Zuschauer dazu bringen, ich möchte das ja eigentlich wissen. Der Titel, der sollte dann dem Thumbnail hinzuarbeiten. Der Titel sollte unterstützen und noch ein wenig mehr auf das Thema des Videos vorbereiten. Und im Zusammenspiel von Thumbnail und Titel könnt ihr dann die Möglichkeit schaffen, dass der Zuschauer schon ungefähr weiß, was ist der Content in diesem Video und draufklickt. Aber eins ist auch wichtig, Titel und Thumbnails sind ein Thema für sich und damit könnte man theoretisch mehrere Videos füllen. Wichtig ist nur, dass ihr euch merkt, wenn ihr ein Video aufnehmen wollt, und ihr Thumbnail und Titel gar nicht beachtet, habt ihr im Nachgang sehr große Probleme, euch noch zu überlegen, okay, was soll denn da jetzt für ein Titel drüber und was soll dann für ein Thumbnail drüber? Man endet meistens damit, dass man einfach irgendwas aus dem Video rausschneidet, einen Titel drüber schreibt und das als Thumbnail nimmt. Versucht doch einfach mal erst den Titel und das Thumbnail zu erzeugen und zu bauen und danach erst das Video aufzunehmen. So passt das Ganze viel besser zusammen. So, und jetzt habe ich nochmal eine ganz wichtige Frage an euch. Habt ihr eigentlich Bock, neben Twitch und Streaming-Themen auch mal mehr YouTube-Themen auf meinem Kanal zu sehen? Wenn ja, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und schreibt doch gerne auch dazu, was euch konkret an YouTube-Themen interessiert. Tipp Nummer 3 wäre, wollt ihr Krümel oder das ganze Brot? Die Frage ist hier, wollt ihr nur die Krümel haben, dann optimiert ihr euren Content auf die Suche von YouTube. Wollt ihr aber das ganze Brot, dann optimiert ihr euren Content auf das Recommendation-System von YouTube. Die Frage ist nun, was ist da der Unterschied und warum ist es so wichtig, sich zu entscheiden, in welche Richtung man gehen möchte? Ich für meinen Teil habe zum Beispiel die letzten Jahre immer nur Krümel gesammelt. Ja, mit über 100.000 Abonnenten ist da ein großer Kanal draus entstanden, aber YouTube lief vor Jahren noch anders. Dort konnte man seinen Content für die Suche optimieren. Das heißt, im Titel stand eigentlich schon drin, was der Content nachher ist, also wirklich ganz konkret. Zum Beispiel OBS Studio Tutorial für Anfänger. Das Ganze hat man in die Tags gepackt. Das heißt, man hat seinen ganzen Content auf Suchergebnisse optimiert. Und viel an Klicks kam über YouTube Suchen. Das funktioniert auch immer noch zu einem gewissen Grad hin, aber halt nicht mehr so wie vor Jahren. Denn wenn man sich mal anschaut, wie man selbst auch YouTube mittlerweile nutzt, ganz viel, ist es ja eher so, dass man auf YouTube geht, nun in der App oder auf dem Desktop, und dort eigentlich auf der Startseite schon empfohlen bekommt, was man sich angucken könnte. Und das ist das Recommendation-System. Das heißt, man konsumiert, anstatt konkret zu suchen. Also versteht mich nicht falsch, ich suche auch immer noch mal bestimmte Themen auf YouTube und das werdet ihr bestimmt auch tun. Aber der Großteil der Leute ist mittlerweile eher im Konsumbereich auf YouTube unterwegs, anstatt im Suchbereich. Aber was wird nun auf dieser Startseite vorgeschlagen? Man könnte natürlich nun meinen, ja all das von den Kanälen, was neu ist, die ich abonniert habe. Und das ist halt nicht mehr der Fall. Auf der Startseite werden auch Videos angezeigt, die YouTube denkt, euch gefallen könnten.
Oh Gott, das war ein ganz schlimmer Satz. Also alles, was YouTube der Meinung ist, was euch gefallen könnte, wird dort auch angezeigt. Und das nennt man das Recommendation-System. Und dieses Recommendation-System, das kann für Brot sorgen, anstatt für Krümel. Denn wenn man seinen Content nun auf dieses Recommendation-System optimiert, dann kann man schon gleich nach Start eines Videos extrem viele Klicks bekommen und über die Zeit wird man halt immer mehr vorgeschlagen. Nicht nur auf der Startseite von YouTube, sondern halt auch zum Beispiel bei Videos auf der rechten Seite, weitere Videos oder wenn ein Video zu Ende ist und da ist nichts verlinkt, dann wird dort vielleicht euer Video vorgeschlagen. Also das ist natürlich dann eine Sache, wo man sehr viel Traffic auf die eigenen Videos bekommen kann. Und wie schaffe ich es nun, dass das Recommendation-System von YouTube meine Videos vorschlägt? Ganz einfach, ihr müsst YouTube die richtigen Signale senden. Ja, aber Signale? Was soll ich da? Soll ich jetzt irgendwie mit dem Laserpointer irgendwie SOS schicken oder wie funktioniert das Ganze? Im Endeffekt hängt es von tausenden verschiedenen Faktoren ab, ob YouTube ein Video empfiehlt oder nicht. Es gibt ein paar Kernaspekte, die man auf jeden Fall beachten sollte und das wäre einmal die Click-Through-Rate, CTR, dann die Retention-Rate und auf jeden Fall auch die Watch-Time. Was ist das genau und wie kann ich das beeinflussen? Die Click-Through-Rate, die ist eigentlich wieder ziemlich stark zusammenhängend mit Thumbnail und Titel, was wir ja schon hatten, denn die Click-Through-Rate gibt an, wie viele Leute die euer Video gesehen haben, also eine Impression bekommen haben, denen wurde das Video irgendwo auf YouTube kurz angezeigt, haben auf euer Video geklickt. Das heißt, wenn zum Beispiel 1000 Leute euer Video gesehen haben und von diesen 1000 Leuten klicken 100 Leute auf das Video, dann habt ihr eine Click-Through-Rate von 10%. Ja, und 10% wäre schon sehr, sehr viel, muss ich euch ehrlich sagen. Die besten Videos, die ich so habe, die liegen bei 5-8% Click-Through-Rate. Das heißt, ein Indikator, ob ihr ein gutes Thumbnail und einen guten Titel habt, ist auf jeden Fall die Click-Through-Rate. Und die solltet ihr euch immer anschauen und genau ausprobieren, oh, bei welchen Thumbnail- und Titelkombinationen habe ich eine höhere Click-Through-Rate und bei welchen eine niedrigere. Als nächstes kommt dann die Retention Rate, das ist die Zuschauerbindung. Und das ist auch unglaublich wichtig, denn die Zuschauerbindung gibt an, wie viel Prozent eure Zuschauer, also die Benutzer, die auf eure Videos geklickt haben, denn euer Video gucken. Wenn zum Beispiel von diesen 100 Leuten nun die meisten direkt zu Beginn abspringen und manche gucken es ein paar Minuten, dann habt ihr irgendwo vielleicht eine Retention Rate von 20%. Das heißt, euer Video wird im Schnitt zu 20% geschaut und das ist extrem wenig. Umso höher diese Retention Rate ist, desto mehr weiß man, dass das Video von Anfang bis Ende auch interessant war. So habt ihr zum Beispiel bei YouTube in den Analytics auch die Möglichkeit zu jedem Video nach 2 Tagen nach Release zu schauen, an welchen Stellen die Zuschauer eher abspringen aus dem Video. Die Stellen solltet ihr euch anschauen und gucken, was ihr da getan habt. War das langweilig? Kann man das nächste Mal anders machen? Und zu welchen Stellen die Zuschauer eher wieder dazugekommen sind bzw. mehr geguckt haben. Das waren gute Stellen. Und schafft man es, von Video zu Video diese Retention Rate zu steigern bzw. auch einen Abfall zu vermeiden, das heißt Spikes nach unten, wo ganz viele Zuschauer abspringen, dann weiß man, dass man Content schafft, der über längere Zeit wirklich interessant ist und die Zuschauer auch bindet. Und das sendet natürlich auch wieder ein positives Signal an YouTube. Und zum Schluss kommen wir natürlich noch zur Watchtime. Die Watchtime gibt einfach nur an, wie viel Zeit die Zuschauer eure Videos geguckt haben. Ja, und man sagt, okay, wenn ich jetzt ein Stundenvideo hochlade, dann habe ich ja eine höhere Watchtime, wenn die Leute das gucken. Das ist auch eher Quatsch, denn Tipp 4 kommen wir nochmal dazu, aber Watchtime gibt einfach nur an, wie viel Zeit insgesamt eure Zuschauer euren Content geguckt haben und umso mehr Zeit sie geguckt haben, umso besser ist das Signal an YouTube, denn YouTube möchte natürlich so viel wie möglich, dass die Zuschauer oder die Benutzer ihre Plattform nutzen und Content konsumieren, denn dann verdienen sie halt einfach mehr. Also ganz einfach gesagt, alle Signale, die YouTube erhält, die dazu führen, dass Benutzer länger auf der Plattform bleiben, mehr Content konsumieren und nicht die Plattform verlassen, sind positiv. Also alles, was dazu führt, dass ihr dieses Signal sendet. Der Zuschauer bleibt, guckt länger, kriegt weitere Videos von euch an. Denn im Endeffekt möchte YouTube ja sicherstellen, dass der Content auf deren Plattform mehr und mehr Zuschauer hält. Also umso länger die Zuschauer auf deren Plattform bleiben,
Umso mehr Werbung kann YouTube ausrollen und umso mehr Geld verdient YouTube. Und das ist natürlich positiv für YouTube. Das heißt, alles andere, was dazu führt, dass die Zuschauer zum Beispiel die App schließen oder YouTube auf dem PC beenden im Browser oder auf andere Kanäle gehen, all das sind schlechte Signale und sagen YouTube, okay, das Video ist nicht so gut, das sollten wir vielleicht nicht empfehlen. Tipp Nummer 4 wäre, kurzlebe der Content. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen wird immer kürzer. Das ist unter anderem ein Aspekt, warum Plattformen wie TikTok so aus dem Boden gestampft wurden und wirklich sehr viel Erfolg haben. Und auch andere Plattformen wie Instagram zum Beispiel mit den Reels oder YouTube mit den Shorts nun auch nachziehen und Shortform-Content promoten. Aber was hat das Ganze nun mit YouTube zu tun und vor allem auch mit normalen YouTube-Videos, also die länger als die Shorts sind? Erinnert euch nochmal an den vorherigen Tipp, wo ich gesagt habe, umso länger ihr Zuschauer binden könnt, umso bessere Signale sendet das Ganze an YouTube. Ist euer Video zum Beispiel die ersten 10 Sekunden so langweilig, dass die Zuschauer direkt abschalten, dann sorgt das natürlich dafür, dass es schlechte Signale an YouTube sendet. Was ihr also machen solltet, ist, dass ihr auf jeden Fall die ersten 10, 20, 30 Sekunden eures Videos so gut euren Content macht, dass der Zuschauer gar nicht anders kann, als weiter zu gucken, weil er wissen möchte, was passiert. Denn das zieht den Zuschauer in euer Video rein und sorgt dafür, dass ihr positive Signale an YouTube sendet. Und hier kommt halt wieder kurzer Content. Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, das ist ziemlich, ziemlich schwierig, die Menschen am Ball zu halten, dass sie weiterschauen. Was ist also der Optimalfall? Optimal wäre es, wenn ihr es schafft, euer Video über die ganze Länge so zu gestalten, dass der Zuschauer von Anfang bis Ende das Video guckt. Und hier kommt genau auch der springende Punkt, warum ich gesagt habe bei Tipp 1, Let's Plays sind schwierig bis tot und ja, Shortform-Content ist interessant. Es ist unglaublich schwierig, es zu schaffen, ein Video von, sage ich mal, 5 Minuten so zu kreieren, dass der Zuschauer von Anfang bis Ende guckt. Glaubt mir, meine Videos sind bei 8 bis vielleicht 12 Minuten, teilweise auch ein paar längere Videos dabei. Und da ist die Retention Rate, also der prozentuale Anteil, wie lange jemand zuschaut, schon ziemlich gering. Also ich habe hier eine Retention Rate von 20, 30, teilweise 40-50%. Das ist dann schon richtig, richtig gut. Ich sage euch, über 50%, das schaffe ich ganz, ganz, ganz selten. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr Videos macht wie Let's Plays, die 20 oder 30 Minuten gehen, dann werdet ihr es eigentlich unmöglich schaffen, die Zuschauer lange zu binden. Wenn ihr euch aber daran versucht, eure Videos erstmal kürzer zu gestalten, und hier ist eigentlich so die Marke 8 Minuten optimal, weil dann könnt ihr auch Werbung schalten, muss man ja auch mal so ehrlich sagen, und das schafft, in diesen 8 Minuten die Zuschauer zu binden, dann seid ihr richtig gut. Und ich kann euch eins sagen, das werdet ihr auch nicht unbedingt am Anfang schaffen. Was ihr also machen solltet, ist, dass ihr anfangt, kürzere Videos zu machen, zum Beispiel Gaming-Content, zusammenschneiden mit coolen Dingen oder Sachen, die ihr erklärt, und daraus kurze Videos zu machen, anstatt ein langes Let's Play, und zu schauen, wie ist die Retention Rate dieser Videos. Und von Video zu Video versuchen, die Stellen zu finden in den Videos, die für eine schlechte Retention Rate sorgen und die rauszunehmen und im nächsten Video halt was anderes zu nehmen, was für eine bessere Retention Rate sorgt. Retention Rate, ganz, ganz, ganz wichtig. Denn schafft ihr es, regelmäßig Videos zu produzieren, die in einem Form sind von 8 Minuten oder ein paar Minuten länger und es über 50% Retention Rate schafft, dann werdet ihr unglaublich positive Signale an YouTube senden und euer Video wird von YouTube mehr gepusht. Und dann auch zu Tipp Nummer 5, bitte kein Betteln nach Abos oder Likes. Und da haben wir ja gerade erst im Tipp Nummer 4 drüber gesprochen, die ersten Sekunden eures Videos sind unglaublich wichtig. Und wenn die ersten Sekunden eures Videos damit beginnen, ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben, damit ihr meinen Kanal unterstützt und ich länger Content produzieren kann, ja, dann haben die Leute ja keinen Mehrwert und schalten sofort ab. Also ihr killt in den ersten Sekunden eigentlich die Retention Rate eures Videos und generell und sendet auch schlechte Signale. Lasst das bitte sein. Generell solltet ihr das aber auch nicht im Video weitermachen. Das heißt, nicht irgendwo mittendrin auf einmal aufhören und sagen, pass auf Leute, lasst doch ein Abo da, das würde meinen Kanal unterstützen. Wenn
Zuschauer auf euer Video klicken. Und ihr schafft es, in den ersten Sekunden den Zuschauer zu binden, weil er merkt, okay, der Content ist wirklich der, den ich erwartet habe und den möchte ich sehen. Und das ist interessant, dann wird der Zuschauer irgendwann selber auf den Abo-Button klicken beziehungsweise einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr jemanden aber ja dazu nötigt, dies zu tun, dann wird das vielleicht nicht machen. Ja, also lasst das bitte einfach weg. Was dazu kommt, ist natürlich, dass seitdem YouTube sich verändert hat und die Suchoptimierung eher weniger wurde, aber das Recommendation-System so gepusht wurde, Abonnenten gar nicht mehr so wichtig sind. Denn schaut man sich zum Beispiel in den Analytics-Daten an, wie viele der Abonnenten euer Video eigentlich vorgeschlagen bekommen, wenn ihr ein neues hochladet, dann ist das nicht gerade sehr viel. Schaut man sich die Startseite an, dann sieht man da nicht unbedingt von allen Kanälen, die man abonniert hat, die neuesten Videos, sondern halt ja vielleicht von denen, die man wirklich ganz regelmäßig konsumiert, aber eher auch von anderen Kanälen, die man konsumiert oder konsumieren könnte. Das heißt, YouTube ist eher Recommendation-System basiert und nicht mehr unbedingt Abonnenten basiert. Das heißt, nach Abonnenten zu betteln, wird auch ein Kanal jetzt nicht unbedingt besser machen. Ja, ich hoffe, ich habe euch nun nicht erschlagen mit den Themen in diesem Video. Eins kann ich euch sagen, wir haben wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Man kann noch viel weiter ins Detail gehen, warum etwas wie funktioniert auf YouTube und warum etwas nicht funktioniert, was man beachten sollte und was nicht. Wenn euch das Ganze interessiert, habe ich ja schon gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was davon konkret euch interessiert. Und dann werde ich da natürlich noch tiefgreifenden Content für euch machen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.